Hallo, Sportfreunde und willkommen zu der 22. Folge vom FIFA 18 Karrieremodus mit Unterhaching. Ja, und heute geht's wieder mal richtig los. Im 6. Spieltag, 7. Spieltag und 8. Spieltag der 2. Bundesliga. Ja, wir werden das Spiel gegen Augsburg spielen. Und dann kommt nochmal ein Erstligist, der was früher in der Erstliga war. SC Freiburg. Aber ich würde gerne gegen Augsburg spielen, einfach weil es ein kleines Derby ist. Ja, ist ein kleines Derby, deswegen werde ich das jetzt simulieren gegen Fürth. Ist auch ein Derby. Aber wir spielen zu Hause. Deswegen geht das, ja. Haben wieder die andere Formation drin. Kluivert auf der Bank, das sollte passen. Ja. Sollte gehen, dass wir das Spiel hier nicht nach Hause holen. Okay, wir holen es nicht nach Hause, wir verlieren gegen Fürth. Auch wenn sie 11. Platz waren, ja. Das ist sehr tragisch. Jetzt werden wir dann gegen Augsburg spielen. Ja, die sind 1., 2., glaube ich. Ja, und das wird ein aufregendes Spiel dann. In den ersten oder gegen den zweiten zu spielen, ist immer ganz andere Aufregung für die Mannschaft. Schauen wir nochmal ganz kurz rein. Freiburg ist 2. Freiburg und Augsburg 1. und 2. Eieiei. Normalerweise müsste ich beide spielen, aber ich spiele nur 1 pro Folge. Auf geht's. Wir sind in Augsburg. Ja, Augsburg gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Das wird ein aufregendes Spiel. Der 1. gegen den 12. glaube ich sind wir. 12. oder sowas sind wir jetzt halt, oder 10. irgendwie sowas sind wir. Ganz genau nachgeschaut habe ich jetzt nicht. Ja, welcher Platz wir sind, aber wir sehen es hier nochmal, wir sind 6. sogar nur. Meine Güte, wir sind nur. Ach nee, sind wir jetzt. Jetzt sind sie gerade sogar 2. Weil Augsburg, glaube ich, Freiburg das Spiel gewonnen hat, gegen den sie gespielt haben, ja. Deswegen jetzt muss Augsburg nachlegen. Ja, Augsburg muss nachlegen. Eieiei. Sind wir dann gleich mal die Mannschaft. Schauen wir mal, welche davon noch im Real Life bei Augsburg spielen. Ja. Schauen wir einfach mal. Jetzt kommt hier, glaube ich, auch schon die Aufstellung. Hitz ist noch im Kasten. Das ist ja kein Wunder. Dann Hinteregger. Ja, okay, da sind 2. Die, was ich immer noch kennt. Die in Augsburg spielen. Usami spielt ja nicht. Lasogga. Pierre-Michel Lasogga bei denen vorne im Sturm. Moritz Leitner. Ei. Richtig gute Mannschaft, ja. Wird sehr schwer, die Mannschaft zu schlagen, ja. Ist recht vorne. Pierre-Michel Lasogga. Ist ein Bullentank. Ja, der macht da vorne alles. Ja. Und hier sehen wir unsere Ausstellung. Nichts viel verändert. Samaseko natürlich in der Defensive. Kluivert und Schneider auf den Flügeln. Hauptmann, Eis, ZM und Ries und Schmidt vorne mehr so spitzenmäßig, sagt FIFA. Ja, Thiago habe ich heute laufen gelassen, weil einfach mal Schmidt so ein bisschen frischer ist gegen Augsburg. Ja, und dann gerade Kluivert und Baku zweimal einmal die gleiche Schnitti gemacht, dann deswegen würde ich sagen, auf geht's ins Spiel gegen Augsburg. Schöner Seitenwechsel. Da ist Lasogga. Oh, es wird doch noch gefährlich und es ist wieder 1-0 für Augsburg. Weil wir einfach schlecht verteidigen. Ah. Rani Khedira. Ja. Da war nicht so. Einfach weil Samaseko da einen Fehler macht. Er vergisst den Ball mitzunehmen. Dann kann Friedrich und Schubert da nichts mehr machen. Tragisch. Tragisch 1-0-Führung für Augsburg. Von auch nicht. Michel da sogar. Oh, der war gut abgetankt. Boah. Ei. Erste Halbzeit geht ganz klar in Augsburg bis jetzt. Wir kommen gar nicht ins Spiel. Überhaupt nicht.
Wird schwer. Wird sehr schwer für uns. Vielleicht mal eine Einzelaktion. Vielleicht einfach mal eine Einzelaktion. Reese, traumfrei, Traumtor. Traumfernschuss. Einmal mit dem linken Kleber. Mit der linken Klebe kommt er daher und hämmert den Ball da rein, du. Boah. Hitz hat da nichts zu halten. Das muss man sich nochmal anschauen hier. Hier mal eine Einzelaktion direkt nach der Pause. Das hat überhaupt nicht verdient oder sowas, das Tor hier. Aber trotzdem, zack, hämmert der den da rein, du. Boah. Das war eine Halbzeitansprache, glaube ich. So wie es aussieht. Ah, zweites Saisontor erst. Im sechsten Spiel, ey. Weiß man schon, wer die Tore bei uns macht. Nicht der Stürmer. Vielleicht kriegen wir es jetzt nochmal so hin. Ja, Kluivert macht das stark. Einfach mal rein damit. Hinten ist Schneider. Hi. Jetzt kommen wir aber richtig gut aus der Pause raus, du. Haben jetzt schon mehr Chancen gehabt als in der ersten Halbzeit insgesamt. Und das sagt schon vieles aus. Boah, jetzt wird es wieder gefährlich. Oh, das machen sie richtig stark. Das machen die einfach richtig stark, die Augsburger. Da kann man nichts sagen, Alter. Das ist ja echt nicht mehr normal, wie die das spielen. Aber der trifft ihn nicht richtig und deswegen ist er nicht drin. Der Allmann. Und deshalb könnte es gefährlich werden, wenn Reese da mal einlaufen würde. Wenn Reese einlaufen würde. Jetzt ist er im 16er. Hi. Hitz hält. Ja. Hefti kommt und Botia kommt. Für ihn kann rausgehen Reese, der Torschütze. Und Baku. Der was bis jetzt noch keine gute Leistung gebracht hat bis jetzt. So, werden wir mal schauen. Schmidt hat den guten... Jetzt wechseln die auch noch. Gregoric, der hat ja in echt eine richtig gute Saison bis jetzt gespielt. Hat eine gute Saison gespielt, ja. Der Gregoric, der Österreicher. Hat ja ein Team of the Season bekommen. So, was hat denn hier den besten Freistoßwert? Am besten ist der von, ja, von Schmidt. Komm, Schmidti. Schmidt. Schmidt. Der war nicht schlecht. Hitz musste hinfassen. Nicht Reese. Bringe ich dann Thiago nach der Ecke. Werde ich vielleicht Thiago mal bringen. Ah, ja, ja, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oder Bauer? Nee, Bauer brauchen wir. Wir brauchen keinen für die Defensive jetzt. Wir brauchen noch einen für die Offensive. Der was da noch ein bisschen Akzente dann setzen kann. Wenn wir dann gleich mal schauen, wie wir das dann gleich machen. Boah, jetzt wird es wieder gefährlich. Friedrich! Friedrich, was macht der denn da? Usami! Den haben wir früher bei Bayern gespielt. Ja, merkt man auch. Na, schaut euch das mal an. Was macht Friedrich da? Der hat den Ball da sicher und dann... Boah, das ist das für mich eigentlich ein Foul. Aber dass der Keeper da nicht rauskam. Obwohl ich ihn rausgedrückt habe, aber er hat es nicht gemacht. Usami macht sein viertes Saisontor schon. Und jetzt brauchen wir mal ein bisschen mehr in die Offensive. Thiago, jetzt hat. Was macht er denn da? Ich habe doch viermal, ich habe doch vier gedrückt. Warum macht er die nicht flach? Warum bringt er die nicht flach? Warum bringt er die nicht flach da in die Mitte? So hinten auf Kluivert. Oh, meine Güte. Naja. Haben richtig gut gespielt, aber... Ja. Friedrich werde ich vielleicht sogar komplett jetzt rausnehmen. Ja. Er hat keine gute Leistung gebracht jetzt. Nochmal ein kleines Training nach einer Blamage. Ja, weil eigentlich habe ich da so einen richtig schön gesehen, dass der Kluivert richtig gut gestartet ist. Und dann dachte ich, der spielt den so vorne am Gegenspieler vorbei und dann ist er drin. Aber nee,
Er spielt ihn direkt auf Butja, glaube ich, war das. Und Butja macht dann, weil ich ja nochmal, weil ich Viereck gedrückt habe, deswegen hat er den dann hochgemacht, aber das hat mich schon ein bisschen aufgeregt jetzt. Weil dann, deswegen, dann spielen sie diese Bälle halt. Trainingsverletzungen. Ei, Schubert verletzt sich für 2 Monate. Ei, ei, ei. Oh, da ist Friedi noch drin. Ups. Da muss ich nochmal kurz wechseln. Da muss ich Götze reintun jetzt. So. Oh. Auf der anderen Position, auf den anderen Formationen habe ich schon gemacht. Friedrich geht jetzt raus, weil Friedrich hat keine gute Leistung gebracht. Das ist Friedrich seine Schuld, dass wir das Spiel jetzt verloren haben. Und deswegen sitzt der jetzt auch auf der wird der jetzt auch auf der Bank sitzen. Wenn ich sogar, wenn es für ihn ganz doch blöd läuft, dann auf der Tribüne. Jetzt dürfen wir direkt gegen Freiburg spielen. Ne? Wie gesagt, das wird simuliert. Ja? Auch wenn es eigentlich ein ganz dumm ist, wenn wir das jetzt simulieren, weil das eigentlich ein sehr wichtiges Spiel ist und wir das 2-1 halt verlieren. Aber was soll ich machen? Ich habe gesagt, ich mache ein Spiel pro Folge normalerweise. Ja, letzte Folge habe ich gar keins gemacht, weil ich davor 2 gemacht habe. Einmal das Anfangsspiel und einmal die DFB-Pokal. Aber jetzt sind wir 9. in der Liga. Eigentlich geht das voll klar. 9. in der Liga geht eigentlich voll klar. Ja. Aber wir müssen da einfach hartnäckiger werden. Ja. Wir müssen hartnäckiger werden. Auch wenn wir noch sehr junge Mannschaft haben, aber trotzdem. Ja, wenn es so weitergeht, der Falke, der löst jetzt halt, wenn es so weitergeht, wenn er jetzt die 2 Monate verletzt ist, der Schubert. Kann man den Schubert in der Winterpause verkaufen. Ja, und dann einen anderen aus der Jugendschule holen. Ich habe einen gescoutet, den habe ich gesehen, dass der eigentlich ein gutes Potenzial hat. Und ein 66er Stürmer ist. Okay. Ein Stürmer, ein 66er Stürmer geht eigentlich, ja. Aber was ich mal nachschauen könnte, ist Jugendstab, weil den habe ich immer noch nicht eingestellt. 3-3-3-3. 1-1, ja, den nehme ich. Müssten wir nicht nächste Folge schauen, weil das mache ich jetzt halt noch. Das mache ich jetzt halt noch, auch wenn die halbe Stunde voll dann wird. Aber das ist mir egal. Ich lasse jetzt einfach das Spiel so laufen. So, schauen wir mal, ob jetzt halt dann schon neue da sind. Ne, noch nicht. Okay, gut. Dann warten wir mal noch ein kleines bisschen. Meine Güte. Boah. Das ist schon ein richtig guter. Ja? Das ist ein richtig guter. Soll ich den Björn Krause verpflichten? Ja oder nein? Das könnt ihr jetzt hier oben entscheiden. Ja, das könnt ihr jetzt entscheiden, ob ich ihn verpflichten soll oder nicht. Ich werde jetzt kein Stückchen weitergehen, weil sonst verschwindet er wieder. Lass meine Rolle im Verein, meine Güte. Was willst denn du? Das Training machen wir jetzt noch. Ja? Das Training werden wir jetzt halt noch machen. Und da, er hat die 74. Er hat die 74. Er ist genauso gut jetzt wie Ding. Ja? Wie Schubert. Und deswegen. Okay, nur nicht. Okay, er hat die 75 Schubert, aber trotzdem. So, Friedrich komplett raus. Die Galke darf jetzt wieder mit. Er ist ein offensiver Mann. Kann man immer gebrauchen, einen offensiven Mann. Auch wenn wir sehr viele offensive Männer jetzt dabei haben. Wir haben keinen richtig guten Innenverteidiger mehr. Jetzt müssen wir uns wieder einen holen langsam. Altes Heft, die Nummer 21. Götze ist auch 21. Hier, eine richtig junge Verteidigung. Ja, im Schnitt 21. Ja. Im Schnitt 21. Die Verteidigung. Wenn man jetzt alles mitnimmt, die komplette Verteidigung, ist der Schnitt 20. Würde ich mal sagen. Oder? Bei 17, 21, 21, 21, 18 wäre der Schnitt vielleicht 20, wenn mich nicht alles täuscht, ja? Schnittmannschaft haben wir von 20. Ja?
2021 haben wir ein Durchschnittsalter der Mannschaft. Ja. Und deswegen würde ich jetzt sagen, mit diesem Alter von 21 Jahren, ja, werden wir die beste im Durchschnitt 21-jährige Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Schauen wir mal, welcher Platz wir belegen. Wenn wir unter den ersten Top 5 sind, bin ich komplett zufrieden nach der Saison. Ja, Hauptsache nicht irgendwie weiter unten im Keller, sondern immer noch schön in der ersten Tabellenhälfte, Mitte, so mittendrin einfach, und das passt dann. Ja, wenn wir aufsteigen würden oder Dritter werden sogar noch, dann würde ich es feiern. Dritter werden, das ist großartig. Dann würden wir in die Playoffs direkt reingehen, hier so in die Relegation. Zack. Und dann, ja, würde ich sagen, Bewertung da lassen, Endcard angucken. Und da findet ihr noch schöne zwei andere Videos. Könnt den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, und ein Däumchen nicht vergessen. Und einfach mal unten in die Videobeschreibung gucken. Da sind meine Social Media Accounts oder die stehen auch in der Endcard. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und